zu Kinderkommunion ein Schlagzeug zu schenken. Und er hat eigentlich das hat er zwar auch ein bisschen benutzt, aber das war natürlich schon mal ziemlich geil. Also ich habe wirklich Spaß getan, ja, Schlagzeug zu spielen. Aber es war natürlich auch geil, wenn ich Stress mit meiner Mutter hatte, runterzugehen und zu sagen, so, weißt du was, ich spiele nochmal einen Sound länger. Das ist der absolute blanke Hass, wenn im Keller ein Schlagzeug steht und Kinder mit dem Holzstock auf den Sänger hauen. Das hat in etwa 110, 115 dB und es ist vergleichbar mit einem Stern in diesem Chat. So vom Nervfaktor her. Der kleine Daniel outet sich früh als Revoluzzer. Wenn du diesen Drang entwickelst, loszumüssen, dann ist das natürlich bis sehr schnell an den Stadtmauern angekommen. Und ich erinnere mich noch, also ich glaube, meine Eltern mussten mich auch mal als Kind von der Raupenbahn irgendwie abends wegholen, weil er war angeschlagen, jung.